Sieben Tage, sieben Köpfe. Ran an die Buletten. Heute mit Mike Krüger, Rudi Carrell, Kalle Pohl, Bernd Stelter, Willi Astor, Anka Zenk und hier ist Ihr Gastgeber Jochen Busse. Ja! So! Und nun, ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art zur Wiesen. Die Wiesen, meine Damen und Herren, für die Preußen eine grüne Aue, für die Rindviecher ein Futterplatz, für Baumärkte ein Standort, für den Bayern die wahre Seligkeit, das Oktoberfest. Da sitzen die Leute in stickigen, verrauchten Zelten bei schönstem Wetter und trinken überteuertes Bier. Und dazu singen sie dann noch immer wieder auf und nieder. Ich weiß, das klingt schlimm. Aber viel schlimmer ist, dass ein Platz in meiner Lieblingsbox dieses Jahr leer bleibt. Und das ist meiner. Oh, Jochen. Ja. Also ich war schon da am Wochenende mit Rudi. Ich bin mit Rudi hingegangen. Wir sind ja vom Hotel aus natürlich mit dem Taxi hingefahren, logischerweise. Und als wir so am Horizont die Festwiese kommen sahen mit diesen vielen riesengroßen Zelten nebeneinander, wunderschöne große Zelte, da sagte Rudi, schau mal, diese wunderschöne Skyline. Wir haben uns dann an so einen langen Tisch da gesetzt, da sitzt man so auf Bänken, einen langen Tisch und haben jeder ein Maß bestellt und ich habe so ein Hähnchen bestellt und Rudi hat auch gesagt, ich hätte auch gerne ein Hähnchen, aber ich hätte gerne ein Hähnchen Garmisch-Partenkirchen. Und da hat die Serviererin gesagt, was, ein Hähnchen Garmisch-Partenkirchen? Rudi gesagt, dann ist sie zurück zum Wirtag, sagt, hör mal, da ist ein verrückter Holländer, der will ein Hähnchen Garmisch-Partenkirchen. Hat der Wirt gesagt, bringen Sie ihm das hier. Ne? Also sie kam wieder mit dem Hähnchen, stellt das Rudi hin, Rudi steckte seinen Finger hinten rein in das Hähnchen und sagte, hören Sie mal, das ist nicht Garmisch-Partenkirchen, das ist Hähnchen unter Haching. Die ging wieder weg, sagt zum Wirt, hör mal, der Holländer hat gesagt, das wäre Hähnchen, das kommt aus unter Haching. Sagt, bring ihm halt da anderes. Ne? Sie bracht neues, Rudi sagt, Finger rein, sagt, nein, das Hähnchen kommt nicht aus Garmisch-Partenkirchen, das kommt aus Passau. Die brachte das Hähnchen wieder weg, das ging so 20 Minuten. Auf einmal klopft Rudi von rechts so ein völlig besoffener Bayer auf die Schulter und sagt, hörst's, kannst mir auch mal den Finger ausschieben, ich hab vergessen, wo ich wohne. Wisst ihr eigentlich, wo auf dem Oktoberfest die meisten Unfälle passieren? Oh. Im Glaslabyrinth. Und zwar, wenn zwei Japaner sich begegnen und sich verneigen, dann weißt du. Boing, boing. Und auf dem Oktoberfest gibt es immer noch dieses Raritätenkabinett, so mit kuriose Sachen. So Dame ohne Unterleib, halb Mann, halb Hund. Ja, Rudolf Moshammer. Mich faszinieren diese vielen Exoten auf dem Rummelplatz auch immer. Ich denke immer, wie leben diese ganzen Menschen, also die, denen das Riesenrad gehört oder die Boxbude oder der Losverkäufer, die haben doch auch Familie zu Hause und eine Ölheizung, die es nicht tut. Und ich stelle mir immer vor, wie die da morgens so am Frühstückstisch sitzen, Familie Rummel, da sagt Mutter Rummel dann, so und jetzt heißt es wieder zugegriffen, jetzt heißt es hingelangt, nicht in jedem dritten, nicht in jedem zweiten, dann in jedem Butterbrötchen steckt ein Tweet. Ja. Und dann kommt zum Beispiel die ältere Tochter und die sagt dann, jetzt wird es wieder aufregend, jetzt wird es faszinierend, jetzt wird es gefährlich, denn ich muss gleich zur Berufsschule. Ja, und Vater Rummel benutzt dann die Gelegenheit, dass die Kinder aus dem Haus sind und sagt, na, wie sieht das aus, meine Süße, soll ich jetzt mal die Rakete zum Mondstart klammern?
Und Mutter Rummel sagt dann, jetzt ist es zugestiegen, letzte Gelegenheit zum Zusteigen. Und Vater Rummel sagt, jetzt geht es los, jetzt haben wir ein einzigartiges Erlebnis und das ist die einzige Gelegenheit, wo kein junger Mann zum Mitreisen gesucht wird. Ja, also für mich ist das ein tolles Thema, weil Kirmes, also ich finde ja, bin vor allem fasziniert, was nach Kirmes riecht. Also Fisch, Reibekuchen, Toilettenwagen. ich verbinde sehr schöne, gefühlvolle Erinnerungen mit Kirmes, weil ich habe ja da mal auf der Raupe, das ist ja, kennt ihr noch die Raupe, die immer so rund und dann noch schneller wurde, das Verdeck ging zu, und da hat man dann immer, ja, da habe ich ja meine Frau kennengelernt, darauf, ja. Ja, also die fuhr los, ne, und schneller, und das Verdeck ging auch wieder zu. Und meine Frau saß im Wagen vor mir, da mit diesem Typen hat sie rumgeknutscht. Ja, so ging das ein paar Jahre. Und aber eines Tages ist sie mit diesem Typen auf diese Riesenkrake, die da so riesig hoch und auch schnell und schnell und fit war der weg. Ja, und seitdem fährt meine Frau immer mit mir Achterbahn. Also nicht nur auf der Kirmes. Also ja, ich wollte ja was zum Oktoberfest sagen. Da hat es ja zeitweise in allen Zelten furchtbaren Platzmangel gegeben. Die Leute mussten sich tierisch quetschen zum Teil. Jedes Mal dann, wenn Mike seine Nase da reingesteckt hat. Ja. Was ich sehr schön passend finde, BMW, technische Neuheit, hat passend zum Oktoberfest das erste bayerische 3-Liter-Auto herausgebracht. Ja, mit Halterung für 3 Maßkrüge auf dem Armaturenbrett. Ja, crash. Da fällt mir natürlich die CSU ein. Da hat auch gleich einer von der CSU sofort angerufen bei BMW und wollte 2 Stück davon kaufen. Aber BMW hat sofort abgewogen und gesagt, was kaufen? Hören Sie mal, CSU, die kriegen natürlich 20 Stück davon umsonst. Doch klar, Herr Sauter. Moment mal, Sauter, Justizminister Sauter, sagen Sie mal, hat der Stoiber Sie nicht entlassen? Ja, klar, habe ich den rausgeschmissen, aber Sie sollen die Fahrzeuge trotzdem auf den Namen Sauter anmelden. Herr Stoiber, Herr Stoiber. Ja, apropos Politiker in Bayern, dieser Oberbürgermeister von München, der Christian Ude. Der Christian Ude hat das erste Fass vom Oktoberfest mit nur 3 platzierten Schlägen angestochen. Das ist super gut. Aber gut, meine 3 harte Schläge, unmittelbar aufeinander folgend, für einen SPD-Politiker im Moment ja auch Routine. Das Oktoberfest steht ja im Guinness-Buch der Rekorde und die Sachsenwahl von letzten Sonntag, die kommt da auch rein, weil es gab die längste und präziseste Wahlprognose, die es je gegeben hat, gab es jetzt Karl May, der war ja auch Sachse, und der hat schon vor 125 Jahren geschrieben, der rote Mann stirbt. Ich war mit meiner Frau auf dem Oktoberfest, schönen Abend so. Als schon mir Ende entgegenging, sagte meine Frau dann, ach Bernie Bärchen, ich möchte gerne noch einmal Kettenkarussell fahren. Wir dahin, aber war schon zu. Und da fiel mir dann diese Diebels-Alt-Reklame ein. Da geht ja der Mann auch immer hinterher noch zu dem Karussellinhaber und sagt, passen Sie mal auf, Sie lassen meine Frau noch ein einziges Mal Karussell fahren und ich gebe Ihnen dafür ein Bier aus. Ja, so machen die das. Die Frau dreht noch eine Runde auf dem Karussell, die beiden Männer prosten sich zu und im Hintergrund singt die Stimme, ein schöner Tag. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Ich habe es ausprobiert. Auf dem Oktoberfest. 70 Liter wollte das Schwein. Meine Damen und Herren, ich möchte es denn doch nicht versäumen, zum Oktoberfest auch einen echten Bayern zu Wort kommen zu lassen. Willi Astor, bitte. Ja, ich habe zur Wiesn ein Gedicht gemacht. Aha. Das ist aber ein bayerisches Gedicht. Wir waren auf der Wiesn, das war so schön, am Anfang ein paar Mandeln und Zuckerwatte. Ein Fischsemi und gleich, versteht's es? Ein Fischsemi und gleich Hopfenkaltschale, geh's jetzt noch her da, wir schunkeln jetzt alle. Die Stimmung ist riesig, mein Nachbar macht Spaß, ich hau dir gleich eine aufs Maul, du voll krass.
Ein Engländer torkelt gerade an mir vorbei. Ich höre dich. Italien und Frankreich sind auch wieder da. Ich höre dich. Die Wiesnhits brodeln nur so, live is live. Jetzt spielt's bitte noch mal Mango Number 5. Mein Magen ist komisch, ich geh nimmer grad zum Abschluss mit Freunden noch ins Riesenrad. Mein Gesicht wird ganz blass von dem Abend, dem bunten. Ich sitze ganz oben, mein Essen ganz unten. Entsetzt sind die Menschen dort in Gondel 3. Da rauschte mein Händel nebst Fischseminei. Drum, nächstes Jahr auf Dwiesen, das wär das so schön. Am Anfang paar Mandeln und Zuckerwatte. Ja, meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder da. Inzwischen können Sie sich ja zuprosten. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Bis gleich. Steffi Graf, meine Damen und Herren, die wohl größte Tennisspielerin aller Zeiten, wie uns Experten glaubhaft versichern. Kaum zieht die sich aus dem aktiven Profi-Boxsport zurück, da flirtet die vor aller Augen und der Fotolinse der Bunden mit einem Herrn und knutscht öffentlich mit dem rum. Und das ist der Kollege Agassi. Und wir fragen uns alle, ist das nun eine große Liebe oder ist das lediglich sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Ja, und dann die Fotos von den beiden bei einem Boxkampf. Ja, schmusen, streichen und küssen bei einem Boxkampf. Ich sitze morgen Abend bei Schulz gegen Klitschow, auch nicht schmusend auf der Tribüne mit meiner Freundin Inge Meisel. Ich meine, das ist doch... ich wette, für die Kussfotos in der Bildzeitung hat sie viel Geld verlangt. Ich habe damals auch schon 2 Millionen von Barilla verlangt, nur für ein paar Nudeln in den Mund zu nehmen, weißt du. Ja, und die kriegen noch Probleme mit den Namen. Ne? Ich meine, was sollen ze machen, wenn die heiraten? Ich meine, André Graaf, das klingt besser als Steffi Agassi. Ja. Ja, aber jetzt mal psychologisch betrachtet, ist André doch die Traumfrau für Steffi. Nee, falsch. Also, das habe ich ja gar nicht gewusst. Nee, ich auch nicht. Ich habe es nicht mal gemeint. Also erzähl's neu. Also, ich wollte einfach sagen, dass Steffi die Traumfrau für André ist, weil ein Mann in Andres Alter inzwischen ja auch auf innere Werte achtet. Ja, schließlich will sich ein Mann in seiner Position auch mal mit jemand über berufliche Dinge unterhalten können, also ohne dass da gleich Konkurrenz aufkommt. Über die Probleme, die ein Mann hat, wenn er die Nummer 1 ist. Und da ist Steffi die einzige Frau in der Welt, die das mithalten kann. Also, ja. Und das Körperliche spielt zugegebenermaßen auch eine Rolle. Die beiden wichtigsten Frauen in Andres Leben waren ja bis jetzt Brooke Shields und Barbara Streisand. Das ist ideal. Steffi hat von der einen die Haare und von der anderen die Nase. Ja, und der André selber, der sieht auch nicht besonders toll aus. Eher so wie Dirk Bach in Magersüchtig. Ne? Das ist doch... Ja, und der Vorteil ist, wenn der André mal keine Lust hat, zu einem Turnier zu gehen, ja, dann nimmt die Steffi sich einfach so ein Piratentuch, bindet das um, macht sich so schwarze Bartstoppeln ins Gesicht und keine Sau merkt was. Also ich fand diese Anspielung auf Steffis Nase, ich finde ihr Stupsnäschen... Ich finde ihr Stupsnäschen schon immer sehr erotisch, muss ich sagen. Und ich freue mich auch für Steffi. Und die große Frage ist jetzt ja, wollen die beiden heiraten? In England stehen die Wetten zurzeit 7-5, 6-4 und 6-2. Steffi hat mir mal erzählt, sie will auf alle Fälle Kinder. Als erstes wünscht sie sich einen Balljungen. André soll sie ja
im Garten seines Hauses in Las Vegas verführt haben. Und Steffi hat hinterher gesagt, oh André, du warst so toll. Und das Gras hat so schön gekitzelt. Und da hat André gesagt, ich bin halt immer noch am besten auf Rasen. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob Steffi und Agassi das Traumpaar sind. Ich weiß nicht, da gibt es ja nur was Gott, Paarungen, die geiler, die. Also Traumpaare, die besser aufeinander, die besten, was rede ich jetzt mit? Ich meine nur ein Beispiel, was meines Erachtens besser zusammenpasst, das Mick Jagger und Rita Süssmuth zum Beispiel. Und ich, ja, weil die ja nur im Vergleich zu irgendwelchen 23-jährigen Sexludern keine Kinder mehr kriegen kann. Nicht? Ja, und mal ehrlich, also ja, oder? Viel besser als der Agassi, finde ich, passt zu der Steffi doch ein Mann, ein echter Mann, der... Nein. Diesmal meine ich dich wirklich nicht. Bitte. Ich, also, weil man hat ja nicht automatisch Ahnung von Tennis, nur weil man Nasenpopel hat, wie Tennisbälle. Das ist ja Quatsch jetzt. Nein. Ich finde, also wer gut, wer wirklich gut zu Steffi passt, das ist der Prinz Ernst August von Hannover. Ja. Ja, Steffi weiß doch schließlich, mit einem Schläger umzugehen, oder? Also, für mich ist absolut sonnenklar, dass der Herr Agassi und die Frau Graf eher sich spärlich unterhalten miteinander, weil normal bist du in dieser Branche nach 5 Sätzen fertig. Man sagt sie zum Beispiel, hallo André, könntest du dich vielleicht mal wieder elektrisch rasieren? Sagt er, logisch, ich gehe sofort ans Netz. Und Mensch, sagt sie, dann könntest du dich doch vielleicht auch gleich duschen. Dann sagt er, okay, dann zeige ich dir vielleicht auch mal den Grafschaft. Und der Rudi hat gesagt, den kann ich bringen. Ja, sagt dann der André, und falls dann. Ja, sagt dann der André, und falls dann dieser Journalist anruft, sag bitte, ich bin nicht da, sagt die Steffi, okay, ich Wimbledon ab. Ja, ich habe die Bilder auch gesehen und ich muss schon sagen, ich war ein bisschen gerührt. Das ist eine herrliche Romanze, ich würde sagen märchenhaft. Es war einmal ein kleines blondes Prinzesschen, das hatte 4 Hände. Eine linke Hand und eine rechte Hand, eine Vorhand und eine Rückhand. Sie war auf den Namen Stephanie getauft, doch alle Welt nannte sie nur Steffi, weil Prinzessin Stephanie gab es ja schon in Monaco. Und sie lebte im Reich von König Boris, welcher sich keinen Namen merken konnte. Und so dachte er nach und dachte nach. Vielleicht könnte ich meine Unterlagen durchnummerieren. Just da betrat Steffi den Court und fortan hieß sie nur noch Nummer 1. Da sprach der König, wir brauchen einen Mann für Steffi, und zwar nicht irgendeinen Bartels, der sich den Most holt. Alle Jünglinge dieser Welt können sich in eine Rangliste eintragen, und es kam auch ein Ritter aus dem fernen Amerika. Doch er war ein Bürgerlicher. Am Hofe brach das die Nieren aus, bis irgendwann der Hofnarr, einen Rumänen namens Tiriak, sagte, kein Problem, wir wählen einen Doppelnamen, der Ritter heißt fortan Graf Agassi. So gab König Boris schweren Herzens seinen Segen. Doch eine Regel mochte er doch aufstellen. Der Stammhalter sollte dereinst einen Namen des Trainers von Ritter Agassi, Brett Gilbert, und einen Namen des Königs tragen. So wurden die beiden ein Paar. Sie lebten glücklich bis an ihr Ende und das erste Kind hieß Bratbäcker. So, meine Damen und Herren, zurück in die Gegenwart zum Aktuellen. Der heutige Tag ist, wer das nicht wissen, darum sage ich das, ist der Tag des deutschen Butterbrots. Und das passt, finde ich, ausgezeichnet zu der Meckerei, die jetzt überall hörbar wird von unseren Abgeordneten in Berlin. Und selbst in den linksten Fraktionen, die also ganz politisch anderer Meinung sind, sind sich alle einig,
Das Essen in der Kantine ist schlecht. Die Kantine ist so schlecht, dass die Abgeordneten geradezu zu Diäten gezwungen werden. Und damit sind sie natürlich unzufrieden, denn das wissen wir alle. Abgeordneten sind mit Diäten nie zufrieden. Was haben Wahlversprechen und Kantinenessen gemeinsam? Beides wird häufig gebrochen. Ja, die SPD möchte am liebsten, dass auf der Speisekarte nur noch ein Gericht steht. Dann braucht man nicht so oft zu wählen. Und die Antje Vollmer von den Grünen, die hat sich beschwert. Die Brötchen sind zu pappig, der Kuchen ist zu süß. Liebe Frau Vollmer, einfach durchhalten. Nach 3 Jahren essen Sie wieder zu Hause. Ich bin ja der Meinung, dass jeder Politiker ab sofort das Recht auf sein eigenes Essen haben sollte. Darum geht er auch in die Kantine zum Reichstag. Der Verteidigungsminister Scharping bekommt eine Infanterine mit Blauhelm-Carpaccio, eine Tretminestrone und als Nachspeise ein Hanuta für den Dienst an der Waffel. Wolfgang Schäuble bekommt Schäublettenkäse mit Rollbraten und Müntefering schiebt Schröder immer die Reste vom Bier zu mit den Worten, kann's leer saufen. Ich finde es ja sehr interessant, was die Politiker gerade jetzt in diesen Zeiten zu sich nehmen. Kurt Biedenkopf trumpft ja groß auf, der isst ja nur noch schwarzen Heilbutt mit Schwarzwurzeln, schwarzen Nudeln und zum Nachtisch Schwarzwälder Kirsch, nicht? Wolfgang Gerhard, das ist ja ganz bitter, der hat gestern wieder Armer Ritter bestellt. Gerhard Schröder, verlorene Eier, der hat geglaubt. Ja, das ist schwierig. Und die Grünen, also ich finde, die sollen sich nicht beschweren, das ist unmöglich, finde ich, Buletten da. Eine Bulette in der Reichstagskantine hat immer noch mehr Kalorien als die zurzeit Wähler. Also, und ich wüsste auch nicht, dass ich irgendwann mal einen Politiker gewählt habe, nur damit der den Gourmet raushängen lassen kann. Das ist was skandalös, was die für Forderungen stellen mittlerweile. Ich kann auch nicht jeden Tag Wildtaube im Trüffelmantel essen. Ja? Ich bestelle auch mal Zanderzaumschnitte mit Standbildsoufflé auf Kaiserschoten-Driss und weiß ich was. Ja, ne? Was weiß ich, wie das heißt, doch egal. Ich möchte mal so sagen, meine Herren und Damen Politiker, wenn Sie so weitermachen, sich dauernd beschweren, dann gibt es demnächst nur noch Touristenkaviar. So sieht's aus. Was ist Touristenkaviar? Das ist eine Schüssel Reis mit Sonnenbrille. Passt da. Wunderbar. Das reicht dann auch. Sommerzwerg. Was isst du eigentlich am liebsten in der Kantine? Kurz gebraten ist? Nein, was ja... Nasi Goreng, du. Nasi Goreng. Was ja in allen Kantinen dieser Erde gleich ist, Rühreier sind billiger als Spiegeleier. Spiegeleier kann man nachzählen. Ich war... Ich war mit Bernie vorhin noch in der RTL-Kantine. Wir hatten nicht viel Zeit vor der Sendung, haben extra einen 5-Minuten-Steak bestellt. Auf das haben wir dann noch sage und schreibe 1,5 Stunden gewartet. Ein Glück, dass wir nicht die Tagessuppe genommen haben. Also, mein Onkel Herbert hat sich über diese Meldung tierisch aufgeregt. Ich meine, er riecht sich gerne auf, aber da hat er sich wirklich richtig aufgeregt. Ja? Unsere Volksvertreter sind auf verwöhntes Pack, ja? Erst wollen sie nach Berlin, jetzt beschweren sich über Essen, ne? Ja, regen sich auf über Berliner Buffet, weiß doch jeder Idiot, was das ist. Das ist Solei und warmes Bier, ne? Und wenn unsere Volksvertreter gut essen sollen, ja, dann hätten sie den Sitz für die Bundesregierung, hätten sie Vincenzo Altori nehmen sollen, das ist ein Feinschmeckertreffen der Toskana, ne? Oder sie hätten gleich in Bonn bleiben können, ja, da wurde sowieso vom Italiener aus regiert, ne? Ich meine, ich persönlich habe ja nichts gegen irgendwie so ausländische oder exotische Gerichte, ja? Aber das hört sich doch schon widerlich an.
Frikadelle vom Käfer. Ne? Und dann, hör mal, überhaupt die ganze Geschichte, ja, dass der Münchner Käfer für Berlin die Lebensmittel ranschafft, ja. Anscheinend ist das der Berliner inzwischen gewöhnt, ja, dass man ihm das Essen über die Luftbrücke bringt. Mahlzeit, ja. Jochen, was sagte der liebe Gott, als er das Ruhrgebiet erschaffen hatte? Essen ist fertig. Ich meine, schon daran sieht man doch, wie wichtig gutes Essen ist. Aber gutes Essen und die Bundestagskantine, das ist halt so ein Widerspruch. Das liegt so weit auseinander, wie sonst vielleicht nur noch Nächstenliebe und Kardinal Meißner. Dabei wird diese Kantine wird wirklich von dem Käfer betrieben, aber jetzt nicht von dem alten Käfer, sondern von dem jungen Käfer, also der mit den langen Haaren. Also nicht mehr vom alten Käfer, sondern vom New Beetle. Und der, ja, und der hat ja jetzt gesagt, ist kein Problem, nach 100 Tagen hat sich das alles eingelaufen, dann läuft das wieder zur besten Zufriedenheit. Gut, aber das hat die SPD ja damals auch gesagt. Es geht nicht an, dass es in dieser Kantine so schlechtes Essen gibt, ja? Ich verstehe das, so ein Volksvertreter, ja, der steht im Parlament und der glaubt, Mensch, hab ich eine klasse Rede gehalten. Falsch. Das war kein Applaus, das war nur unter den Tischen das Ploppen der Tupperdosen. Ja. Wenn der Bernd jetzt Tupperdosen gesagt hat, dann bitte ich um Entschuldigung, dann ist das Schleichwerbung. Jetzt sehen Sie die offizielle. In den letzten Wochen, meine Damen und Herren, ist ja häufig von der Anerkennung der Prostitution als regulärer Beruf seitens des Gesetzgebers die Rede. In Antwerpen geht man da jetzt noch einen Schritt weiter. Und das ist ja normal in Belgien. Und da wurde jetzt eine Schule gegründet mit gemischten Klassen für Liebesdienerinnen und Diener. Neben Hygiene, Sexpraktiken, Recht und Geschäftsführung lernt man dort alles, was man zu diesem Gewerbe braucht. Und das ist alles, das muss ich dazu sagen, alles ganz seriös. Man achtet streng auf eine pädagogische Linie. Und das ist der Strich. Also eine Schule für Prostituierte. Karl hat schon angefragt, ob er die erste Klassenfahrt mitmachen kann. Naja, Prostitution ist ja bekanntlich das älteste Gewerbe der Welt. Und hier, Rudi hat ja die Gründungsmitglieder alle noch persönlich gekannt. Ich meine, was soll ich als Frauentyp zu dem Thema sagen? Ja, ich meine, es ist, die haben mich natürlich, klar, wenn sie denken, die haben mich angefordert. Und ich habe gesagt, ich komme. Und ja, weil, ich kann so sagen, Stuntman ist ja quasi mein zweiter Beruf. Ich bin dann auch nach Antwerpen und ja, die wollten es von mir wissen, nicht? Die Mädels, da habe ich gesagt, wisst ihr, was ihr machen müsst, was ihr bieten müsst, mehr Service. Ja, vor allem für so Kunden aus verschiedenen Kulturkreisen. Zum Beispiel bei einem Bayer wäre es doch sehr schön, wenn er den in Trachtendessous empfängt und dann im entsprechenden Moment auch jodelt. Nicht? Oder bei einem Türken wäre es doch nett, wenn er immer ein farbenfrohes Sortiment an Kopftüchern bereit hat. Ja, gut, ich merke, ein bisschen heißes Thema. Ja, den Ladies, denen ging es natürlich jetzt auch viel mehr um Betriebswirtschaft. Kann ich auch verstehen. Auch Prostituierte müssen rechnen. Klar, weiß jeder. Ne? Einer rennt, zwei im Sinn. Ja, macht das doch klar. Ich meine, ja, müssen die auch. Ne? Ja. Kann sich ja denken, das läuft ja da erst richtig, wenn das zügig geht. Nicht? Und jetzt hatten sie da natürlich bei mir... Also mit mir zu knabbern, weil
Naja, ich bin ja nicht nur ein Frauentyp, ich bin ja auch ein Naturtyp. Und ich zum Beispiel, ich kann mit diesem Viagra da überhaupt nichts, nur weil es immer heißt, der ganze 5 Stunden, 20 Minuten, also hör mal, wegen 20 Minuten fressen ist doch keine Chemie. Wahnsinn. Der glaubt das auch. Was hat der Antwerpes aufgemacht? Antwerpen. Was? Nein. Es ist eine Stadt in Belgien. Antwerpen, da ist die Schule. Eine Prostituiertenschule für Prostituierte beiderlei Geschlechts. Ja, ein Nuttenlyzeum. Prostituierte beiderlei Geschlechts? Wer hat denn sowas? Eine Prostituiertenschule in Antwerpen. Können die Belgier gar nichts? Oder lernen die, wie man das dann normal macht? Was ich nicht verstehe, ist, warum nur für Prostituierte? Wenn, dann soll man das auch fürs normale Publikum freigeben. Weil dann würde es mich natürlich reizen. Dann würde ich vielleicht auch mal mit meiner Frau da vorbeifahren. Vielleicht kann man da was lernen. Also meine Frau zum Beispiel. Weil wenn ich mal hier so sehe, was die so können. Also hier diese Annoncen. Ja, da steht, ich mach's in 30 Sekunden. Du brauchst nur 45 Sekunden. Ich brauche nur 30 Sekunden. Oder hier, fertig in einer Minute. Und ja, und die sehen alle total glücklich und zufrieden aus. Meiner Frau reichen nicht mal 3 Minuten. Also, man sollte es mal ausprobieren. Ich würde mal hinfahren. Ja. Antwerpen. Antwerpen. Also. Du bist ja die Bundeswehr. Also ich finde das absolut super, dass es jetzt in Antwerpen diese Schule für diese Prostituierten gibt, weil da hat man dann hinterher natürlich auch bessere Chancen auf eine gute Stellung. Und, weil Sie müssen wissen, diese Schule ist ja ideal geeignet für Analphabeten. Und, es gibt aber, ja, da lacht er, der Rudi. Es gibt aber auch Fächer wie zum Beispiel Mathematik im Praktikum. Beispiel, wann kann ich wieder mit seiner Potenz rechnen? Nach der Abschlussprüfung fühlen sich die Prostituierten angeblich auch freier, halten ihren Kunden die Stange, nehmen den Mund nicht mehr so voll und kriegen nur noch ganz selten mal was in den falschen Hals. Und eine der ersten Amtshandlungen dieser Schule finde jetzt ich persönlich wieder wirklich super. Und zwar, die wollen jetzt das Wort Kondom und Präservativ abschaffen und durch ein neues Wort ersetzen. Und dieses neue Wort heißt Prädom, weil konservativ ist ja dann doch irgendwie blöd. Prädom. Ja, es ist so, meine Freundin Mascha hat umgesattelt und ihren Job im Callcenter gegen eine verantwortliche Lehrtätigkeit eingetauscht und sie macht das ziemlich erfolgreich. Guten Tag, ich bin Mascha. Wir werden sehr viel Spaß miteinander haben. Heute machen wir Buchführung in Bums-Business. Oh, ist das aufregend. Die Noten sind mangelhaft, ausreichend, befriedigend und voll befriedigend. Dann üben wir, wie man falschen Freier vor die Fresse haut. Und danach bringe ich euch die richtigen Flettentöne bei. Damit Polizei auch mal kommt. Also ich habe mich natürlich sofort bei dieser Schule beworben.
Und zwar wollte ich das Unterrichtsfach praktische Übungen als Dozent übernehmen, aber ich war überqualifiziert. Ich hatte mir allerdings für die Abschlussprüfung schon ein paar tolle Fragen ausgedacht. Zum Beispiel, wie heißt das oberste Gebot im Puff? Der Kunde kommt immer zuerst. Wie nennt man ein trauriges Kondom? Weingummi. Wie nennt man... Noch ein. Wie nennt man ein geplatztes Kondom? Kinderüberraschung. Ja, da bleiben wir beim Verkehr. Ein damit betreuter Minister in Niedersachsen hat jetzt beschlossen, den Schilderwald zu lichten oder ganz abzuholzen. Ich bin davon überzeugt, dass sich auf den Verkehrswegen damit einiges tut. Nur nichtsdestotrotz, wir Deutschen, ich weiß nicht, ob Sie das mal festgestellt haben, wir haben eine gewisse Regulierungswut. Wir haben jetzt überall diese Schilder und dieses Diskretionsschild, bitte Abstand zu halten, haben wir jetzt in Bank und Post. Und Rauchen ist ja auch so gut wie überall jetzt verboten, wird mit Schildern kenntlich gemacht. Das schönste Schild, das schönste, ja, Mahnungsschild, finde ich ja, das ist dieses deutsche Begabungsschutzschild. Bürger, schützt eure Anlagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es zu viele Schilder gibt. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen zu rücksichtslos manchmal. Oft ist es gar kein böser Wille, oft ist es Gedankenlosigkeit. Ich bin manchmal so zerstreut. Also letzte Nacht habe ich noch meine Klamotten ins Bett geschmissen und über der Stuhllehne geschlafen. Und deswegen hängt meine Frau überall Schilder auf. Und das ist auch wichtig, weil sonst würde ich ganz wichtige Dinge vergessen. Zum Beispiel, wenn ich morgens wach werde, und dann muss ich für kleine Königstiger. Und dann gehe ich auf die Toilette, dann steht da das Schildchen umdrehen. Und dann mache ich das und dann lese ich hinsetzen. Auf dem Toilettenpapier steht abziehen, auf dem Spülkasten steht Toilettenbürste benutzen. Auf der Bürste steht Licht aus, auf dem Lichtschalter steht Hände waschen. Und auf der Seife steht abtrocknen. Und auf dem Handtuch steht rausgehen, auf der Klinke steht Klodeckel zu machen. Und auf dem Klodeckel, da steht dann diese Liste hier. Guten Morgen, Bernie-Bärchen, Brötchen holen, Kinder wecken, Brötchen schmieren, Ranzen packen, an den Turnbeutel denken, Kinder zur Schule bringen, Kaffee kochen, Hasenzahn wach küssen. Hey, aber ist diese Initiative des niedersächsischen Verkehrsministers nicht trotzdem zu begrüßen? Ich meine, ist es nicht fast ein Wunder, endlich einmal einen Politiker zu erleben, der ein klares Ziel hat? Ja. Oh ja, und wahrscheinlich wird es so. Als erstes wird eine Schilder-Wegmach-Kommission gegründet. Deren erste Amtshandlung ist das Wegmachen aller Schilder. Und zwar macht das eine Schilder-Wegmach-Firma, die es bis jetzt noch nicht gibt. Das schafft Arbeitsplätze. Danach werden externe Berater hinzugezogen, um zu prüfen, ob es nicht besser gewesen wäre, ein paar Schilder stehen zu lassen. In der Zwischenzeit wird eine Recyclinganlage für weggemachte Schilder gebaut. Das heißt, weitere Arbeitsplätze. In dieser weggemachte Schilder-Recyclinganlage werden die weggemachten 50 km/h im Stadtverkehrsschilder psychologisch betreut, weil die für alle Arbeitslosen über 50 zu Depressionen neigen. Die anderen Schilder ohne Zukunftsaussichten bekommen folgende Funktion. Sie werden dann die Schilder, die man auf Stromkästen klebt, auf denen draufsteht, dass man hier keine Schilder ankleben soll. Ja. Also, ich finde es absolut super, dass man jetzt alle Schilder abbauen soll. Ich habe nämlich von diesem Sommer überhaupt gar nichts mitgekriegt. Keine Sonne in meinem Garten. Sie müssen wissen, ich wohne direkt neben dem Ortseingangsschild von Kleinniederbergeldorf hoch Axelschwang, Ortskreis Natting, eingemeindet Weichselbrunn, Landkreis Rosenheim. Wie unnütz wirklich die meisten Schilder wirklich sind, merkt man doch erst, wenn man sie vom Bodenblech des Autos wieder abgekratzt hat. Ja? Seien wir doch mal ehrlich. Was ich allerdings gut finde, ist, dass viele
Verkehrsteilnehmer, die Risikogruppen angehören, sich jetzt schon selbstständig durch Schilder und Aufkleber kennzeichnen, zum Beispiel so Aufkleber wie Abi 99. Aber man kann natürlich auch depressiv werden durch Schilder. Ich meine, bei den ganzen Problemen, die die Menschen heute haben, sagen wir ehrlich, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Naturkatastrophen. Bei uns in Quickborn, da steht ein Schild, gefährliche Kurve, langsam fahren. Da hat einer mit Filzstift runtergeschrieben, wozu eigentlich? Das ist so schön. Kalles Lieblingsschild, das steht allerdings am Phantasialand, am Eingang. Freier Eintritt unter 1,30 Meter. Also ich bin in diesem Sommer bin ich über die Dörfer gefahren, weil auf der Autobahn ist alles zu im Sommer und so. Im Verkehrsfunk sollten die eigentlich nur noch die Autobahnen nennen, wo keine Staus sind. Also, aber es überall nur Verkehrsschilder, ja, überall. Und ich habe ein paar mitgebracht und ich möchte mal eben mit Kalle eine kleine Geschichte machen. Ich zeige Kalle ein Schild und Kalle muss dazu etwas erfinden. Okay, Kalle, es geht los. Mike Krüger ging spazieren. Und er sah eine schöne Frau. Er war völlig durcheinander. Und stürzte sich in das Abenteuer. Er zeigte ihr sein Haus. Sie sagte, ich nehme die Pille. Sie legte ein Bein auseinander. Sie sind aber flügge hier. Und dann das andere. Die nächste Reaktion kann man sich natürlich jetzt auch vorstellen. Nicht? Munter ging es rauf und runter. Stopp, sagte sie. Ich hab dich belogen. Ich nehme gar nicht die Pille. 9 Monate später hatte er 2 Kinder. Und die Probleme fingen an. Die Moral von der Geschichte: Hab immer eine Tüte dabei. Meine Damen und Herren, seit gestern ist es Herbst in Deutschland und ich habe Rudi gefragt, ob er angemessen dieser Jahreszeit irgendeine Überraschung für uns hat. Jetzt frage ich ihn vor aller Augen. Rudi, hast du eine herbstliche Überraschung für uns? Ja, eine ganz neue Erfindung zeige ich gleich. Ich freue mich drauf und ich bin sicher, Sie auch. Rudi ist berühmt für seine Überraschungen. Sehen Sie selbst. Ja, also ich bin eine richtig neue Erfindung. Und zwar habe ich keine alle Regenschirme. Aber das Problem ist, muss man immer festhalten. Und wenn man Einkaufstüten dabei hat, ist das ein Problem. Und jetzt ist das Problem gelöst. Sie sehen, es sitzt fest auf meiner Schulter. Ich habe beide Hände frei. Ja? Vielleicht wollte ich es auch mal ausprobieren. Ja? Okay. Nummer eins. Hallo, hey. Also Rudi. Ja. Klasse. Bitte, Jochen. Okay. Schön ist. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Gut, sehr. Bitte sehr. Ja, sieht doch super aus, hè? Toll. Toll. Sieht klasse aus. Und eins für Mikey. Bitte sehr. Mal so blöde bin ich auch nicht, oder? Das sieht ein Blinder, Rudi, dass das Ding hier präpariert ist. Den kannst du behalten. Ja? Ja, logisch. Sicher? Ja, klar. Okay, dann nicht. Yeah.
Meine Damen und Herren, das war der Rückblick auf eine Woche, in der wohl einer der größten Volksschauspieler unseres Jahrhunderts von uns gegangen ist. Und ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit dem Motto seines Lebens. Der ist der verlorenste aller Tage, an dem man nicht von Herzen gelacht hat. Ich bin sicher, der heutige Tag gehört nicht dazu, besonders dann nicht, wenn Sie jetzt dranbleiben und gleich Freitag nach News gucken. Uns gucken Sie wieder nächsten Freitag 22:15 Uhr und bis dahin bleiben Sie uns doch gewogen.